Hallo und willkommen auf Football Therapist. Heute werde ich die von der modernen deutschen Trainergeneration benutzten Trainingsmethode enthüllen. Besser gekannt als differenzielles Lernen, basiert diese Methode auf dem Fund vom deutschen Bewegungs- und Trainingswissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn, der eben bemerkt hat, dass die Variabilität die Abwechslung der Schlüssel zum effektiven Lernen ist. Nämlich sagt die Neurophysiologie, dass wenn man Nerven hintereinander reizt, gibt es nach der dritten Reizung fast keine Adaptation mehr. Das heißt, dass das sogenannte Einschleifen mit stetigen Wiederholungen, bis man ein bestimmtes Bewegungsideal erreicht, gar nicht der optimale Weg zu diesem Ideal ist. Nämlich existiert einen kürzeren, der Differenzen und Variationen, die eigentlich die Basis der Lernmechanismen sind. Denn wie der Dr. Wolfgang Schöllhorn es durch seine Untersuchungen bemerken konnte, werden Bewegungen wegen stetigen Schwankungen, Fluktuationen nie exakt wiederholt, auch bei Spitzensportlern. So ist er nämlich zum Abschluss gekommen, dass der Körper aus dem Unterschied lernt, indem er mehr Informationen bekommt, die er dann vergleichen kann. Allerdings sollten durch diese neuen Erlebnisse auch Fehler gesucht werden, da man aus ihnen lernen kann. Nämlich werden Lernvorgänge im Gehirn durch erfolgs- und sichere Situationen viel besser aktiviert als durch eher erfolgssichere Situationen. Wie wird aber diese differenzielle Lernmethode im Fußball umgesetzt, könnte man sich jetzt fragen. Die Antwort ist wieder bei dem Dr. Wolfgang Schöllhorn zu finden, weil er eine evidenzbasierte Liste von Übungsvarianten zum Torschuss erstellt hat, die ihr durch einen Link in der Videobeschreibung finden könnt. Idealerweise sollte ihm beim Torschusstraining wenigstens einer der folgenden Faktoren jeweils geändert werden. Die Haltung des Schussbeins und des Standbeins und oder die Rumpf-, die Kopf- und die Armhaltung. Dies auch ohne zu vergessen, den Anlauf und die Schussbeine regelmäßig zu wechseln. Zusätzliche Aufgaben wie ein Auge gleichzeitig zu schließen oder eine Trefferzone zu ziehen können auch hinzugefügt werden, sowie Variationen um die Ballkontakte. Nicht nur ruhen sollte der Ball vor dem Abschluss, sondern manchmal auch gedribbelt und zugespielt werden. Sogar dieser Ball kann gewechselt werden. Was Thomas Tuchel eben schon an Gewinn hat, indem er für seine Mannschaften einen kleineren Ball mitgenommen hat. So müssen sich die Spieler mehr konzentrieren, dann da den Ball mit Genauigkeit berührt werden muss. In anderen Worten ist das Ziel, alles schwieriger zu machen, um durch solche erfolgsunsicheren Situationen die Spieler zur Adaptation zu zwingen. Nämlich werden diese sich im Spiel jederzeit anpassen müssen. Deswegen ist es nötig, nicht nur für bestimmte ideale und gewünschte Situationen zu trainieren. Und das betrifft natürlich nicht nur die Torschusstechnik und das Bewegungslernen im Allgemeinen, sonst wäre mein Videotitel sicher anders. Nämlich hat der Dr. Wolfgang Schöllhorn mit dieser Entdeckung auf die modernen deutschen Trainer Einfluss gehabt. Zunächst durch die Beziehung zwischen dem Mainz 05 und der Universität der gleichen Stadt, wo der Wissenschaftler eben tätig ist. So hat er eben mit Thomas Tuchel eng zusammenarbeiten können, dessen Erfolg mit seinen verschiedenen Mannschaften bei anderen Trainern auch ein Interesse für diese differenzielle Lernmethode verursacht hat. Nämlich haben auch Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Niko Kovac und Julian Nagelsmann vom Dr. Wolfgang Schöllhorn gelernt und das differenzielle Lernen zum Taktiktraining übergetragen. Beispielsweise zwingt der junge FC Bayern Trainer seine Spieler zum Überlegen, indem er während der Woche vor einem Spiel Situationen trainiert, die überraschungsweise in diesem gewissen Spiel nicht wirklich stattfinden sollten. Falls es gegen einen bestimmten Gegner viel in der Mitte gespielt werden muss, werden die Münchner bei den vorigen Trainingseinheiten eher Spielsituationen auf den Flügeln üben. Entschuldigung. So lernt das Gehirn, sich darauf zu vorbereiten, stetig gefordert zu werden.
Diese Idee des Gehirntrainings wird zum Beispiel auch von Ralf Rangnick umgesetzt, indem er bei normalen Trainingsspielen einen zusätzlichen zeitlichen Stress hinzufügt, der zu seinem gegenpressing-basierten Spielstil eben sehr gut passt. Nämlich ist Rangnick für seine aufgestellte Countdown-Uhren bekannt, die auf dem Trainingsplatz direkt nach Ballverlust während 8 oder 10 Sekunden laut ticken. So können die Spieler schätzen, wie viel Zeit sie noch haben, um ein Tor zu schießen oder um den Ball wieder zu erobern. In anderen Worten wird das schnelle Umschalten durch einen Zeitdruck trainiert. Der ehemalige Leipzig- und Salzburg-Sportdirektor stellt bei solchen Trainingsspielen oder bei sogenannten Rondos manchmal auch andere zusätzliche Aufgaben wie zum Beispiel Kontaktbegrenzungen oder Sonderpunkten, die durch Ballwechsel in bestimmten Zonen erhalten werden können. Die fortgeschrittene Version wäre bei jedem Ballwechsel die Aufgaben, um diese erlaubten oder gezielten Zonen mitzuwechseln. Aber nicht nur die Aufgaben können geändert werden. Nämlich ist Thomas Tuchel das sicher die beste Verkörperung der Umsetzung dieser differenziellen Lernmethode beim Taktiktraining ist. Er ist eben dafür bekannt, auch die Umgebung dieser Aufgaben zu wechseln. Obwohl er mal seine Spieler extra zu einem rutschigen Spielfeld gebracht hat, geht es mit ihm eher darum, die Form dieses Spielfeldes zu variieren und seine Größe zu verringern. Tuchels Spielfeld kann nämlich 18 Meter Breite und 75 Meter Länge sowie 70 Meter Breite und 30 Meter Länge haben. Um an den Spielaufbau auf einer Flanke zu arbeiten, kann er sogar die andere komplett sperren. Seine berühmteste Spielfeldform sieht aber rautenförmig aus. Der Grund dafür ist die Geschichte seiner Etappe als Mainz 05 Trainer, wo seine Spieler sich durch die Zeit daran gewöhnt hatten, ein schlechtes Passmuster zu spielen. Nämlich wollten die Mainzer aus dem Mittelfeld immer quer auf die Seite spielen, bevor sie dann die Linie entlang einen Pass nach vorne geben würden, woraus es sehr schwierig etwas zu machen. Deswegen hat Tuchel einfach die Ecke seines Spielfeldes geschnitten, damit die Spieler ihr Denkmuster ändern konnten. Die Stürmer waren dazu gezwungen, andere Laufideen zu suchen, wohingegen die Mittelfeldspieler so allmählich den Querpass auf die Seite als gefährlich wahrnehmen konnten, was sie dazu führte, Anspielstationen eher vorne zu suchen und die diesbezüglichen Ballverlustrisiken nicht mehr zu überschätzen. Und das ist auch viel gemütlicher, als den Spielern immer zu sagen, auf dieses Passmuster zu verzichten, denn der Trainer wäre in diesem Fall ein Kritiker, nicht mehr ein Unterstützer. Mit der gleichen Idee hat Tuchel auch mal einigen Spielern Tennisbälle in die Hand gegeben, um sie abzugewöhnen, gegnerische Spieler zu zupfen. Sogar komischer könnte einen anderen Vortrag vom deutschen Trainer aussehen, denn er hat mal auch seine Spieler darum gebeten, den Ball immer mit dem Knie anzunehmen. Andere Trainingsübungen von Tuchel sehen aber eher wie die zusätzlich gefragten Aufgaben von Rangnick aus. Bei Trainingsspielen ist es mit ihm manchmal zum Beispiel verboten, durch den Mittelkreis zu spielen, sowie bei gegnerischem Ballbesitz mehr als zwei Spieler in der gleichen Zone zu haben, damit sie so lernen können, auf eine dann woanders mögliche Unterzahl zu achten. An diese Trainingsspiele können auch mehr als zwei Mannschaften verschiedener Farben teilnehmen, die sich je nach Spielsituation zusammenfinden müssen. Durch solche schweren Trainingseinheiten sollten die Spiele dann nämlich so aussehen, als wären sie Erholung. Und nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Die Frage ist jetzt, woanders in der Fußballwelt und wie dieser differenzielle Lernansatz angewendet wird. Obwohl du vielleicht in den Kommentaren meine kommende Antwort auf diese Frage vielleicht ergänzen können wirst,
Muss als erster unbedingt der FC Barcelona erwähnt werden, weil Dr. Wolfgang Schüller mit ihrem berühmten Fitnesscoach und Leiter Methodik Francisco Paco Seirullo eng zusammengearbeitet haben. La Masia ist aber nicht das einzige Nachwuchsleistungszentrum, wo das differenzielle Lernen ausgeführt wird, denn in dem vom Olympique Lyonnais spielt zum Beispiel die Umweltveränderung eine große Rolle. Dort wird Futsal relativ häufig gespielt, wo der glatte Boden als eine andere Zeitdruckform gilt, weil die Pässe früher ankommen. Da es im Futsal gefährlich ist, zu kretschen, wird in der Regel auch die Antizipationsfähigkeit mehr gefordert. Was bei den jungen Mannschaften von Lyon als eine weitere Anwendung des differenziellen Lernens betrachtet werden kann, ist die organisierte Variierung des aufgestellten Spielsystems. Etwas, das Marcelo Bielsa unaufhörlich gefördert hat, vor allem in der Ausbildungsphase. Nämlich existieren laut ihm 10 Spielsysteme, die jeder Spieler genug erlebt haben sollten und die er während der Vorsaison mit seinen Mannschaften immer gründlich trainiert, um dann während der Saison je nach Spielablauf von einem System zu dem anderen sicher wechseln zu können. Neue Spielsituationen können für einen Spieler aber auch durch einfache Positionswechseln erlebt werden. Hier ist Innenverteidiger Matthijs de Ligt sicher das Paradebeispiel, denn seine Passfähigkeit hat er in der Akademie von Ajax Amsterdam vor allem als Mittelfeldspieler entwickelt, bevor er dann ab 15 Jahren immer in der Verteidigung aufgestellt worden ist. Es gibt aber eine Akademie, wo solche Positionswechseln extra geplant werden, die vom ecuadorianischen Verein Independiente del Valle, über die ich eben ein Video veröffentlicht habe, was mich dann ermöglicht hat, ihren ehemaligen Akademieleiter Ivan Vazquez zu interviewen. Durch dieses leider nur auf Spanisch verfügbare Video habe ich eben erfahren, dass diese Positionswechsel ein weiteres Erfolgsgeheimnis dieser Akademie ist. Ihre anderen Erfolgsgeheimnisse lasse ich dir dann durch mein anderes Video entdecken, das doch auf Deutsch verfügbar ist diesmal. Derartige Videos über Fußballtrainingsmethoden wirst du auf meinem Kanal regelmäßig finden können. Deswegen lade ich dich dazu, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, sowie meine Twitter- und Instagram-Accounts, falls es dich interessiert. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir gerne ein Like geben, es mir in den Kommentaren mitteilen und das Video teilen. Das würde mir sehr helfen, mehr als du glaubst. Ciao, tschüss.